Ahoi Leute, willkommen zurück zu Grimdawn mit La Fischer und Chantal in den Four Hills. Und ja, im letzten Part haben wir den letzten von Darius Lutanos getötet und sind immer noch hier auf dem Berg drauf und gucken erstmal, wie der Berg noch aussieht und gehen dann in die Höhle. Genau. Die Höhle ist Hauptquest. Ich weiß doch. Also wir können gerne auch noch die anderen Berge erstmal kommen, bevor wir in die Höhle gehen, aber... Ja, nö, dann machen wir die Höhle diesen Part noch und dann mal gucken. Also den Berg hier machen wir auf jeden Fall noch. Warum gibt es hier eigentlich so viele Forges? Keine Ahnung. Wie viele von den Dingern sollen wir zerstören? Drei. Und wir haben jetzt fünf. Ne, hier steht nirgendwo, dass wir drei zerstören sollen. Ja, das Disarming the Enemy, Return to Crate in at Rover Camp. Okay, hier wäre dann der nächste Berg, den wollen wir nicht angucken. Genau. Also, da ist Dynamit. Für mich nicht. Ich habe jetzt schon wieder drei. Also zerhackstücken wir jetzt erstmal die Höhle. Oder wir reden erstmal mit den Typen und vielleicht gibt es eine Quest, die wir in der Höhle auch machen müssen. Okay. Obacht, ich gehe schnell nach Alt Arkovia und guck, was der möchte. Welcher ist denn das? Der da. Danke. If you're mine, continue. I will find money back smarter. Okay, jetzt müssen wir noch einen Typen töten. Ich glaube, das sind auch neue Quests, weil das habe ich gelesen in Painschlag. Gott, ich habe heute wirklich Hirnkrebs oder so. Hirnkrebs, du hast einen Tumor. Ich habe mein Tumor. Ja, jetzt wirst du aber zu GLP. Was? Jetzt wirst du aber zu GLP. Warum? Weil GLP ist Tumore hat. Okay. Guck ich die nicht mehr. Oft genug gesagt. Oh, ich guck den ganz gerne. Ich nicht. So fast alles. Aber der ist halt auch richtig matschig in der Birne. Das finde ich ziemlich gut. Wenn ich runterspringe, können wir was kaputt machen oder durch die Wand klettern. Ja, ich will Iridium. Was? Aber ich will Iridium. Du kriegst kein Iridium mehr. Verdammt. Bald müssen wir Mondscheine sammeln. Ja, bald nicht. Bald bestimmt nicht, Freddy. Wieso? Boah, es wird noch ewig dauern, bis wir Borderlands zweimal aufgenommen haben. Hier ist ich kann das Gold nicht einsammeln. Ich, das, die Iron Bits nicht hier einsammeln. Ist ein Rift. Was? Hier ist ein Rift. Rift Hound? Ne, ein Portal. Weißt du. Wollte ich nur ärgern. Die sind wirklich so süß. Oh, da liegen gleich zwei Polished Emeralds. Bei mir liegt kein einziger. War es in Sackcraft nicht auch so, dass du richtig viele seltene Items bekommen hast oder so und ich gar nichts? Nein, du hast die Gamebox zweimal gefunden gleich. Ja, aber das war noch im alten Sackcraft. Ach, guck mal, die bekriegen sich! Die Rifthorns sind... oh Gott, ich glaube, ich habe was Böses gefunden. Die leuchten blau. Thronless Gang, Brute. Ja, aber die haben blau geleuchtet, das heißt, da ist irgendjemand, der bufft. Wieso buffst du mich nicht? Du bist hier der Tank. Ja. Oh, ich hab Moneybags Martin gefunden. Das ist den wir töten sollen. Okay. Der hält ziemlich viel aus und macht ziemlich viel Schaden. Ich muss erstmal ein bisschen weg. Ja, ich komm mit. Ich hab sie dir mitgebracht. Danke, kannst du mal bitte reinstunnen, dass alle umkippen? Alle nicht. Ich kann viele? Das manchmal einfach abwehren. Moneybags greift mich an! Ich habe hier so eine kleine Obstfliege vor der Nase, das ist richtig ekelhaft. Du hast mir die kleinen, ne? Weil du ihn alle mal in Schach. Ja. Hallo, gib mir Akku. Moneybags! Er wirft einfach drei seine Bomben und ich bin fast tot. Ich glaube, das hier ist der Typ, der... Okay, nein, das war nicht der Typ, der gedamaged, der die Skills hatte. Ich dachte, der Typ, den ich gerade gekillt habe, weil der einen Namen hatte, den ich bisher noch nicht gelesen habe. Boah, ich muss mich nicht heilen, ich kann mich die ganze Zeit irgendwie durch meine Skills hochheilen, das ist richtig gut. Das kann ich nicht. Oh, Dynamit? Ja, hat er bei mir auch verloren.
Und wir haben ein Devil's Crossing Reputation bekommen. Wo kommt der her? Devil's Crossing Reputation, was? Reputation, wie sie uns finden. Wir sind bei denen es beliebter, weil wir die getötet haben. Oh, hoffentlich können wir bald bei dem Händler das zweite haben. Dann habe ich eine super geile neue Waffe. Oh mein Gott. Eine übertrieben gute. Also 75 ist nicht so viel. Was? Ja, 75 Reputation. Ach so, ich habe nicht gelesen, wie viel wir gekriegt haben. Kann man die Reputation irgendwo sehen? Damals ging das noch irgendwo. Damals, da war alles noch aus Holz. Nein. Steht hier nicht mehr, oder? Nope. Egal. Das finden wir schon früh genug raus. Also diesen Moneybags, den gab es damals auf jeden Fall nicht. Oh, man kann sich übrigens auch einfach über die Karte teleportieren. Okay. Habe ich gerade was gefunden. Gehst du hin? Wo wolltest du hin? Hab mich versehentlich nach Dings geteleportet, nach Devil's Crossing. Okay, das ist ziemlich groß hier. Wollen wir erstmal noch da unten in den Steinbruch gehen? Du hast hier zwei Leute einfach stehen lassen. Ja, ich bin doch erstmal noch hier hingegangen. Ich hab keine Lust, die Leute da zu machen, weil da unten war es groß und das sah gemein aus. Lass uns erstmal unten gehen. Ja, das hatte ich jetzt auch gerade. Da liegt ein Polished Emerald, ohne dass wir da was gemacht haben. Die haben sich doch zwei Viecher bekämpft, hast du gesagt. Ja. So ein Geist und hier so ein Vieh. Ja, deshalb liegt da wahrscheinlich einer rum. Oh, Skelette mögen übrigens kein Feuer. Nicht? Nee, die brennen ziemlich hart. Da liegt eine Axt noch. Nochmal Dynamite. Scrap bei mir. Was ist das groß hier? Aber schön. Schön gemacht. Das Spiel gefällt mir irgendwie richtig gut. Ich habe übrigens keine FPS mehr. Aber du nimmst schon auf, oder? Ja, aufnehmen tue ich. Habe ich gerade nachgeguckt. Aber okay. Meine FPS sind nicht mehr im Spiel angezeigt. Alt F12 muss man da drücken. Also damit kann man das an- und ausschalten, falls du das nicht umgestellt hast. Damit habe ich einen Screenshot gemacht. Ja, der Steam-Screenshot ist, glaube ich, auch auf F12. Ja, auf Alt F12. Nein, nur auf F12. Alt ist dafür eigentlich nicht gedacht. Hast du es mit Absicht geöffnet oder hast du einfach aus Versehen es geöffnet da? Ich habe es mit Absicht geöffnet. Ich habe es gar nicht gesehen da. Die Wand. Die kann auch passieren, dass ich die mit Absicht, mit versehentlich geöffnet habe, weiß ich nicht. Also, hier können wir noch runtergehen in irgendwas. Peter? Nicht in Peter, nein. Nicht in Peter? Nein. Das hat mich an Skyrim, muss ich sagen. Ja, wirklich so ein bisschen. Erstes Dungeon da kann man auch in diesem Wasser, kurz vor dem Wasserfall da runtergehen. Ja. Das war übelst schwierig, da leise zu agieren. Absolut nicht. Doch, fand ich schon. Das war richtig leicht. Ja, okay, nicht. Nein, okay, doch schon. Also, warum will man da leise durchgehen? Also? Weil ich alles versucht habe, leise zu machen. Also, da ging das eigentlich, also. Nicht für jemanden, der nicht mit der Tastenkombination klarkommt, wie man sich bewegt. Wer ist und D? Nein, so mit schleichend allem Pipapo. Und ich konnte nicht zielen mit dem Bogen. Ja, ich konnte nicht zielen mit dem Bogen dann auch noch. Und vor allem haben dann die Leute richtig schnell gesehen. Oder mich zumindest. Also wenn ich einen Schleichcharakter mache, dann sehen die mich meistens so gut wie nie. Mystic Wand, nice. Mystic Leather. Was zum... Kann ich eben gerade nicht raufklicken. Oh, ich habe irgendwas Annals of Sarkovia gefunden. Ja. Und das hat eine neue Quest gebracht. Habe ich gesehen. Collect and bring back Annals of Sarkovia to Robocan and Old Sarkovia. Quest-Item, was können wir nicht lesen. Und was ist das wie jetzt? Wie es aussieht, kriegen wir da, ich kann nicht draufklicken. Was? Was ist das jetzt? Ein Quest-Item. Das sieht aus wie ein Buch. Okay. Hui! 10 Minuten Zeit. Boah, easy. Oh! Oh, ich kann mit der Maus auf den zweiten Bildschirm rüber. Ich auch. Das hat das Problem bei Titan Quest auch immer. Das habe ich jetzt erst gerade gemerkt. Klickst du die ganze Zeit irgendwie? Das hört sich so an.
Ja, ich mache das mittlere Mauslad. Das hört man, das ist richtig nervig. Oh, okay. Tut mir leid. Also in TS ist das ja nicht so auffällig, aber ich glaube in der Aufnahme ist das noch ein bisschen schlimmer. Oh Gott, ich hör auf damit! Das ist echt so laut? Das ist wirklich richtig laut. Also ich höre das praktisch gar nicht wegen den Kopfhörern. Also ich höre das gar nicht wegen den Kopfhörern, aber ich habe hier nur eine Seite auf. Also höre ich das praktisch gar nicht. Aber das ist wirklich ziemlich laut. Okay. Das tut mir ein bisschen leid. Wie sind die grün? Weil Cronley doch hier mit seinen diesen komischen Kristallen da, mit diesen, wie hießen das nochmal, die Aether-Kristalle da, mit denen hat er doch versucht rumzuarbeiten, und deshalb haben die Leute, die ihn verraten haben, da auch uns gesagt, dass er das macht, und weißt du, das fand ich nicht cool, und der will jetzt auch so ekelhafte Drecksviecher machen. Ach, die wir haben laufen lassen. Was? Die wir haben laufen lassen. Ja. Dann haben die uns ja richtig Sinn... Oh mein Gott, er backt sich darum. Dann haben die uns ja richtig sinnvolle Informationen gebracht. Ja. Okay, also die sind ziemlich stark. Mit diesen Aether-Kristallen da auch, also mit dieser... Dings haben die sich verbunden und Warden Krieg hat das ja auch sozusagen gemacht. Der hat ja seine Truppen da auch irgendwie so ein bisschen was gemacht und dann sind diese Missgeburten rausgekommen, diese Aether-Missgeburten, verstehst du? Das ist so die Story von dem Spiel, dass diese... Diese Itrials hießen die, glaube ich, die wollen die Menschheit vernichten und ekelhafte Sachen machen. Okay. Und deshalb bekämpfen wir die, weil wir dem Tod entkommen sind, warum auch immer. Wir wurden gehängt. Eigentlich. Weswegen? Weiß ich nicht. Jede gute Story beginnt im Kerker oder am Galgen. Oder auf einer Kutsche zu seiner eigenen Exekution. Ja. Geirem. Ich muss sagen, ich war ziemlich geflasht von Skyrim und dann war es gar nicht mal so geil. Also die Trailer waren alle richtig gut so und das sah alles richtig krass aus und dann hat man es gespielt, war es okay, Spaß gemacht und dann so nach 10 Stunden dachte ich so, ja, dann spiele ich jetzt lieber wieder Pokémon oder was. Ja, ich glaube Witcher hat einen besseren Erfolg gehabt. Witcher 1? Nee, ich finde jeder das. Teil. Also Witcher 2 fand ich wirklich zum Kotzen. Okay, also Witcher 1 bin ich immer noch ziemlich geflasht von. Why aren't you from the crossing? Why are you doing this? What's your... Burbon's got to pay. No way around that. Nothing against you. But Chariot's plans. Take me... I take you out. There is bestows more different power. That's crossing. What is your... You was Burbon. I was a prisoner in Elder Crossing back when I was to serve the actual prison. When work went down, blah blah blah, Schütze clearly related quickly in Bourbon. Oh, ja. Bourbon nehme ich. Ah. Man, was? Okay, der meint gerade, dass er mit Darius' Gruppe beim Prison gestanden war und Bourbon, also der Anführer von dem Prison, hat die jetzt alle rausgeworfen, weil er mehr Firepower hatte. Heißt? Came out later looking for another refugee, of course I kept myself busy. The water pump was my work, you know. After you restored the bridge, I returned to the boss. Things sure have changed. Okay, ich habe jetzt einzige Option, dass wir ihn töten, weil er die Wasserpumpe zerstört hat. Von Devil's Crossing? Ja. Aber eigentlich ist der Typ, der Devil's Crossing leitet, böse, weil er Darius' Gang da rausgeworfen hat. Also greifen wir ihn an, soll ich mal weggehen? Kannst du einfach weggehen? Ja. Okay. Oder wollen wir ihn töten? Ich weiß nicht, wieso hat der Darius' Gang denn rausgeschmissen? Heißt der wirklich Dario? Darius. Ist noch nicht fertig, Alter. Delay. Ja, weil Darius das haben wollte. Weil Bourbon das haben wollte. Bourbon wollte halt das Prison haben, weil das der sicherste Platz ist. Okay. Achso, er war ein Gefangener und die haben die Gefangenen da rausgeschmissen, also Bourbon wollte eine Zivilisation da rausmachen und dann haben die Gefangenen rausgeschmissen, die da gewohnt haben. Also waren die Gefangenen sowieso böse und er hat einfach nur guten Menschen geholfen. Ja, also töten wir ihn. Ja, also töten wir ihn. Er ist gerade bei mir einfach despawned.
Also die Gefangenen waren halt, weiß ich nicht, ob die böse waren, aber auf jeden Fall. Gefangene sind meistens böse. Ja, er hat's verdient zu sterben. Vor allem, weil er jetzt so eine Missgeburt geworden ist, so eine Ether-Missgeburt. Also ich muss feststellen, ich mach schon ziemlich gut Schaden. Ich muss feststellen, die Story von dem Spiel ist eigentlich ganz gut, vielleicht sollte ich mir immer noch mal angucken. Da war das grünes Ball. Es wäre halt geil, wenn die noch... Hier hast du ein Polished Emerald und das und das... Das... Mein Inventar ist fast voll übrigens. Nice! Alle drei? Nein, mein erstes Inventar, mein zweites. Und das bei mir sind alle fast voll. Hier geht's noch weiter, irgendwo hin. Was zum Teufel sind meine Waffen inzwischen schlecht geworden? Okay, equippen tue ich mich nach der Folge. Die Leute sind schon unterlevelt für mich. Ich bin schon Level 27 und die sind alle 26. Und ich bin 28. Gelevelt. Oh. Hab ich mitbekommen. Ich bin jetzt auch wieder kurz vorm Level. So, bei Waffenwechsel. Waffenwechsel ist ja schon fast da, gut. Ich bin ja auch 30 Mal gestorben danach noch. So. Oh, die haben alle ein Schild. Von wem haben die ein Schild? Von Crownley's Gang. Von dem Typen da. Hier, von dem hier. Der Skirmisher hat nämlich, der macht nämlich immer die Schilde, glaube ich. Ja. Ja. Man sollte seine Gegner mal beobachten. Ja, in Tidecrest habe ich das einfach gar nicht gemacht. Da habe ich einfach nur die ganze Zeit drauf geklappt. Ich auch, da war es auch nicht so wichtig irgendwie. Ja, aber ich mache sonst keinen Schaden. Oder? Nee. Ich hab nie mitgekriegt, dass sie irgendeinen Buff hatten. Hier ist wieder ein Wespennest. Ach, ich hasse Wespen. Wir haben heute erstmal Erdhummeln freigelegt. Das ist gut. Da sind ziemlich viele Wespen. Boah, Erdhummeln sind jetzt nicht so gefährlich, ne? Also Hummeln beißen ja nur und wenn man ihnen nichts tut, sind sie nicht böse. Soll ich noch haben und dann noch das. Das. Lass uns erstmal das zu Ende machen. Equipen kannst du dich nach dem Part. Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Ich wollte noch schnell skillen, weil ich habe jetzt nur ein Skill. Ja, Angriff. Ja, mach doch. Genau. Ich muss es genau auswählen. Ja, pff. Ich meine, du rusht rein siehst, was passiert, ne? Ja, hättest du mal reingerusht, dann wäre nichts passiert. Nee, nee. Übrigens, Witcher 3 ist von der Story her mega geil. Hast du schon geguckt? Ja, ich guck's bei Gronkh. Also spoilerst du dich? Nein, ich guck's nicht aktiv. Ich weiß nicht, ob er bisher überhaupt was von der Hauptquest gespielt hat. Ich habe gar keine Ahnung, ich sehe nur Leute aufschlitzen. Und dann penne ich meistens. So. Better Shell. Rated Spike. Oh, Höhle zu Ende. Ja, da geht noch. Nein, dahin geht noch Weg weiter. Ich sehe schon. Guck mal, wie lange wir noch haben. Noch 1,5 Minuten. Oh, etwas. Das könnte eng werden. Ja. Wollen wir sonst einfach die Höhle zu Ende machen? Ich glaube, die geht noch ziemlich lange, oder? Gucken wir erstmal, wie lange es hier noch geht, und dann gucken wir mal, wie wir uns entscheiden. Sonst machen wir einfach eine Pause. Ich bring kurz meine gute Freundin nach Hause und dann gehen wir weitermachen. Ach nee, Kacke, du wolltest in der GTA spielen. Ja. Kacke. Also, ich würde dann danach mit GTA spielen. Ich kann die Höhle ja nochmal schnell neu machen, ist ja kein Ding. Kurz mal eben, ne? Kurz durchlaufen, GG. Ich lasse uns einfach den durch, Server laufen. Den Portal dann. Alter, die Höhle ist noch riesig. Ja? Noch richtig riesig. Gehen wir erstmal rechts rum. Geht hier. Anstatt dass hier nur irgendein Portal ist oder so? Nein. Oder ist hier irgendwo eins? Ich sehe keins. Ich hoffe, wir müssen durch den Kuckuck jetzt finden.
Mach mal. Ich töte hinter dir einfach alles. Wirklich, ich muss nur einmal auf die schießen, die haben sofort wieder meine Aggro. Was passiert gerade? Das heißt, der Part ist gleich vorbei. Und... Könnt ihr die bitte aufhören, auf mich zu schießen? Okay. Hier sieht es nicht aus, als würde es ein Portal geben, also. Wird ein knappes Ding. Ja, komm her, dann lass uns noch die Gegner besiegen, die wir jetzt an der Backe haben, und dann. Ich hab fast jetzt zu viele. Oh, okay. Ich hab vielleicht auch einen Bossgegner hinter mir. Ich hab gar keine mehr hinter mir. Wir laufen jetzt einfach weg, okay? Oder willst du es nur alle noch fertig machen? Komm, die machen wir jetzt noch fertig. Auch den Boss? Ja, klar, oh mein Gott. Ja, klar, oh mein Gott, fast tot. GG. Polished Emerald, oh ja, was. Na toll, gestorben. Ich habe gerade irgendwie nicht verstanden, was mein Skill macht, aber okay. Kannst du ein Portal machen? Danke. Passt wahrscheinlich trotzdem am alten raus? Nee. Gerade ist ins Portal reingegangen. Mhm. Regenerator heißt der Typ, okay. Und ist tot. Ja, wenn ich mal anfange Schaden zu machen, ne? Zum Glück steht aber, sind seine Leichenreste komplett anders gespawnt. Seine Leichenreste stehen da bei mir. Ohne Kopf. Also bei mir ist er hier gestorben. Nein, wo ist er gestorben? Hier gestorben und hier war sein Loot. Er ist bei mir hier gestorben und hier steht sein kopfloser Körper. Okay. Ach ne, hier steht nur noch seine Tunika. Also so groß ist die Hülle eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ne, so da oben ist noch ein Wespenhirn, den wir nicht unbedingt noch erkunden müssen, weil da ist nichts. Okay. Und hier unten geht's noch schnell, also wir können hier noch schnell durchlaufen, also. Dann lass uns das nochmal eben machen. Dann gibt's halt heute mal einen längeren Part. Ja, wir haben ja auch die anderen ein bisschen kürzer gehalten, zumindest einen. Ja, ein paar Sekunden kürzer, aber... Ja, eine Minute. Und den einen Part, den haben wir nur 15 Minuten lang gemacht, weil du nicht cutten wolltest. Ist ja auch scheißegal, wie lange wir die Parts machen, wir haben ja keine vorgeschriebene Länge. Außer unser Netzwerk sagt, nee, so können wir mehr Klicks generieren und viel mehr Kohle machen. Dafür bräuchten wir aber erstmal ein Netzwerk. Oh Gott, ich glaube, die geht. Oh Gott, hier ist noch ein Teil. Ich dachte, hier ist vielleicht noch. Oh Gott, sie geht noch viel weiter. Sag ich doch. Also lass ich einfach den Server laufen. Ich lasse den Minecraft-Server ja auch meistens 10.000 Jahre lang laufen. Ich dachte eigentlich, die Höhle geht nur bis da unten, aber hier ist dann noch ein großer Teil. Meinst du eigentlich, es würde wirklich Sinn machen, mal so einen richtigen Server dafür zu hosten und nicht einfach nur ein Multiplayer-Game? Oder gibt es dafür noch gar keine Server? Weiß ich nicht, also es gibt bestimmt schon Server, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Na, dass ich einfach so wie bei Minecraft einen Server auf meinem Computer installiere, der dann nicht so viel Leistung frisst. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt's bestimmt schon, aber ob sich das wirklich lohnt? Ja, dann müsste ich nicht immer mein Spiel laufen lassen, könnte einfach den Server laufen lassen. Ja, aber was hat das denn für einen Vorteil, weil... Hey. Weil, okay, man müsste nicht mehr hinlaufen, aber ich glaube, das... Nee, das wäre nichts. Ja, man müsste nicht mehr hinlaufen. Jetzt töten wir jetzt hier noch schnell die Bienchen. Wespchen. Und, nee, das ist ein Bienchen. Und Blümchen? Auch. Oh, mein Äpfelsäftchen stößt mir auf. Sehr gut. Okay. Dann nehmen wir noch den Stein damit. Okay, und jetzt ist das nur noch der große Teil davon der Höhle. Ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ne? Tschüss.